Heute will ich das Programm dieses Semesters ein bisschen abrunden und deswegen beschäftigen wir uns nochmal mit der Semantik. Wir hatten uns bisher ja ganz auf die wahrheitskonditionale Semantik, also auf die Satzsemantik konzentriert, beziehungsweise die Frage, wie sich aus den Bedeutungen von Wörtern anhand des Kompositionalitätsprinzips die Bedeutung von Sätzen konstruieren lassen. Die Wortbedeutung selbst hatten wir dann in der Operationalisierung eines Weltmodells, eines abstrakten Weltmodells, als Prädikate verstanden, die eben bei einstelligen Prädikaten Teilmengen beschreiben, also die Bedeutung von big ist extensional die Menge der Individuen, die groß sind. Und bei mehrstelligen Prädikaten haben wir dann Relationen, also zum Beispiel im zweistelligen Prädikat wie love, liebt, eine Menge von geordneten Paaren, die eben diese Beziehung, die wir uns ja dann in diesem Weltmodell als Pfeilchen einmalen konnten. Und aufbauend auf diesen Prädikaten konnten wir dann eben die Bedeutung einfacher Sätze repräsentieren mit prädikatenlogischen Formeln, die teilweise bei den interessanteren Fällen auch Quantoren enthielten, also für alle x gilt etwas oder es gibt ein x, für das etwas gilt, mit Hilfe dieser Prädikate. Das Problem an dem Ganzen, also das ist sehr schön als ein formales Modell, so wird auch wie in der theoretischen Semantik gearbeitet. Das Problem ist, wenn man es dann praktisch computerlinguistisch umsetzen will, muss man natürlich diese Wortbedeutung auch irgendwie ausfüllen. Also es gilt, diese Prädikate bzw. die Extension der Prädikate zu bestimmen. Praktisch ist das nur machbar in Spielzeugwelten. Wir hatten ja dann ganz am Anfang des Semesters dieses Schrittloo, so ein einfaches Dialogsystem aus den 70er Jahren, das Fragen beantworten konnte bzw. Aktionen ausführen konnte, in einer Welt, die nur aus solchen Bauklötzen besteht. Also eine Spielzeugwelt, die tatsächlich nur aus Bauklötzen in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Größen besteht. Das heißt, hier haben wir genau den Fall, dass man tatsächlich dieses formale Weltmodell, dieses Operationalismus des Weltmodells als Universum aus Individuen, auf dem alle Prädikate bekannt sind, also alle Eigenschaften und Relationen bekannt sind, die konnte man da vollständig umsetzen, weil das gesamte Universum erfassbar ist. Für alle reellen Anwendungen, realistischen Anwendungen, ist es natürlich absolut, ist es nicht mehr machbar. Und das ist auch nicht nur ein praktisches Problem, denn in vielen Fällen lässt sich die Extension vom Prädikat vielleicht auch gar nicht genau festlegen. Also wir brauchen gar nicht zu love gehen und der Frage, wann denn nun jemand liebt, wenn es nur mal ein zu dem Beispiel waren wir damals nicht mehr gekommen. Also ich hatte ganz am Schluss von dem Folien noch ein Beispiel über Eisberge, wo auch so ein bisschen Temporalsemantik mit reinspielt. Denn wenn Sie eine Aussage haben über ein Eisberg, dann ist es natürlich erstens mal eine Abgrenzungsfrage. Also wann zählt eine Eisscholle nun als Eisberg und wann nicht? Und zum Zweiten ist die Extension des Prädikats Eisberg zeitabhängig. Also Eisberge entstehen, indem sie von irgendeinem Packeis abbrechen und sie schmelzen irgendwann, früher oder später werden die schmelzen und sind dann kein Eisberg mehr. Also das zeigt schon, dass es in der echten Welt schwierig ist, solche extensionalen Definitionen von Prädikaten umzusetzen. Es gibt noch klarer, sieht man es vielleicht an dem ganz berühmten Beispiel, das Gottlob Frege angebracht hat, um die Probleme so einer extensionalen Wortsemantik aufzuzeigen, nämlich das Morgenstern, Abendstern. Morgenstern ist das, was man morgens ganz hell am Himmel sieht. Manchmal Abendstern ist was, was man manchmal abends ganz hell am Himmel sieht. In beiden Fällen ist dasselbe Ding, nämlich der Planet Venus. Früher wussten das die Leute natürlich nicht. Vor Astronomie und Fernrohren hat man nicht gewusst, dass man da denselben Planeten sieht, sondern wusste, es gibt einen Stern, der morgens erscheint und einen Stern, der abends erscheint. Das heißt, für diese Menschen wäre die Aussage, der Morgenstern ist der Abendstern, wirklich eine interessante Information. Wenn wir das in unserer wahrheitskonditionalen Semantik mit extensionalen Prädikaten machen, dann ist aber die Bedeutung von Morgenstern ist einfach das Individuum Venus und die Bedeutung von Abendstern ist das Individuum Venus. Und die Aussage und der Satz, der Morgenstern ist der Abendstern, wäre die Tautologie Venus gleich Venus. Also das ist dann triviale Tautologie und enthält überhaupt keine Informationen mehr.
Aber tatsächlich ist es ja eine interessante Erkenntnis, dass Morgenstern und Abendstern das Gleiche sind. Und anhand solcher Beispiele hat Gottlob Frege beschlossen, dass man unterscheiden muss, also dass diese extensionale Semantik, die er Bedeutung nannte, nicht ausreichend ist, dass man auch eine intentionale Semantik, die er mit Sinn bezeichnet hat, erfassen muss. Also die intentionale Semantik von Morgenstern enthält eben, dass dieses Ding, was da morgens am Himmel erscheint, die Extension von dieser Morgenstern ist dann Venus, ist dann der Planet Venus. Die intentionale Semantik von Abendstern ist eben die Venus, die abends am Himmel erscheint. Deswegen ist Sinn von Morgenstern und Abendstern ist verschieden, morgens zu sehen, abends zu sehen. Die Bedeutung aber, die Extension, wäre das gleiche Individuum. Der Sinn ist sozusagen die übergeordnete Semantik, denn wenn wir den Sinn von einem Begriff verstehen, dann können wir daraus die Bedeutung abschließen. Anders gesagt, wenn wir den Sinn kennen, dann können wir für jedes beliebige Individuum X feststellen, ob die also wenn wir dann alles notwendige Wissen haben, können wir für jedes beliebige Individuum X feststellen, ob das Prädikat zutrifft, ob es zur Extension des Konzepts, dieses Begriffs gehört. Also deswegen ist der Sinn eigentlich das Wesentliche und die Bedeutung ist was Abgeleitetes, was wir eigentlich nur noch brauchen, wenn wir im konkreten Weltmodell eben festlegen wollen, ob es zutrifft, beziehungsweise wenn wir eben so eine modelltheoretische Interpretation der prädikatenlogischen Formel berechnen wollen. Ja, und ich verstehe eigentlich, ich sehe da in, oder ich verstehe die mentale Repräsentation von dem Sinn eines Begriffs als das, was man oft als ein Konzept bezeichnet. Konzept ist ein Begriff, der aus der Kognitionspsychologie kommt und er bezeichnet eben Kategorien, für die wir ein mentales, eine mentale Repräsentation einer Kategorie von Dingen, also zum Beispiel sowas wie Hund oder Tisch, die mentale Repräsentation dessen, ist ein Konzept und das entspricht doch ziemlich genau dem, was Frege hier mit Sinn meint. Wir werden uns also mit Konzepten sehr stark beschäftigen, natürlich auch mit dem Zusammenhang zwischen Wörtern und Konzepten. So. Ein einfacher Ansatz wäre zu sagen, okay, wir setzen Sinn, also die Bedeutung des Wortes, gleich mit einem Konzept, mit einem psychologischen Konzept. Das machen Psychologen, also Psycholinguisten manchmal. Vor allem in der Psychologie wird das gerne gemacht. Das ist aber natürlich ein bisschen naiv gedacht, denn es gibt ja verschiedene Wörter, die das gleiche Konzept bezeichnen. Also ich habe hier englische Beispiele, es sind so ein paar sehr bekannte englische Beispiele ausgewählt. Ob Sie jetzt Car sagen oder Automobile, Sie meinen dasselbe, nämlich ein Auto. Manchmal gibt es ein bisschen altmodisches, der Begriff Motor Car, findet sich aber manchmal auch noch. Also Car, Automobil, Motorcar bezeichnen eigentlich genau das gleiche Konzept. Sie werden vielleicht in anderen, im Alltag werden Sie meistens von einem Car reden, wenn Sie sagen, dass Sie ein Auto haben. Ein Verkäufer wird vielleicht eher vom Automobil reden, weil das ein bisschen feiner klingt. Es ist sozusagen kontextabhängig, wann ich den einen Begriff für den anderen Begriff vorziehe. Aber das Konzept, das dahinter steht, sind genau die gleichen Autos. Und ein anderes sehr bekanntes Beispiel, das oft gebracht wird, ist Baggage und Luggage. Beides steht für Gepäck. Ich habe festgestellt, wenn Sie in Großbritannien sind, dann ist am Flughafen von Baggage die Rede und im Zug ist von Luggage die Rede. Also es gibt im Zug einen Luggage Rack, die Gepäckablage, und am Flughafen ist dann Baggage Claim und sowas. Aber das Konzept ist exakt das gleiche. Also diese 1-zu-1-Gleichsetzung gilt offenbar nicht. Sie gilt auch. Genau solche Wörter, die das gleiche Konzept bezeichnen, nennt man Synonyme. Also Synonyme sind verschiedene Wörter, die das gleiche Konzept bezeichnen. Umgekehrt kann ein Wort auch verschiedene Konzepte bezeichnen in verschiedenen Gebrauchskontexten. Auch wieder das klassische englische Beispiel dafür, das sehr oft gebracht wird, ist Bank. Wir kennen es vor allem als das Finanzinstitut, die Geldbank. Aber es kann auch Ufer heißen. Also Bank of a River ist das Ufer eines Flusses. Es ist schön, Bank natürlich auch, weil es auch im Deutschen funktioniert, dann eben zwischen der Sitzbank und der Geldbank diese beiden sehr getrennten Bedeutungen haben. Es sind also hier zwei ganz klar verschiedene Konzepte, die aber zufällig aus irgendwelchen Gründen mit demselben Wort bezeichnet werden.
Man kann teilweise auch noch, je nachdem wie fein man Konzepte unterteilen will, kann ich hier sagen, dieses Finanzinstitut kann ich auch noch in zwei Weisen sehen. Einmal sozusagen abstrakt als eine juristische Person, die Entität, die Geschäfte macht, oder also sozusagen als Firma, oder das physische Objekt, das Gebäude, wo ich hingehe, um Geld abzuheben. In beiden Fällen sagen wir die Bank, aber natürlich die Bank als Gebäude ist eigentlich ein anderes Konzept als die Bank als juristische Person. Die fallen gewissermaßen zusammen, weil die Person in dem juristische Person in dem Gebäude angesiedelt ist, aber eigentlich müssten wir sagen, sind es auch wieder verschiedene Konzepte. Solche verschiedenen Bedeutungen desselben Wortes bezeichnen wir als Lesarten des Wortes oder auch als Homonyme. Also Homonym heißt gleichgenannte, also verschiedene Konzepte, die das gleiche Wort, für die das gleiche Wort verwenden. Lesarten werden im Englischen als Word Senses bezeichnet und das ist auch so der gängige Begriff. Also das Problem zu einer gegebenen Verwendung des Wortes die passende Lesart zu verwenden, also in einem gegebenen Kontext, in einem Satz festzustellen, ob jetzt mit Bank ein Ufer oder eine Bank gemeint ist, das ist dann die Aufgabe der Word Sense Disambiguation. So, das kann jetzt naheliegen, zu den Lesart eigentlich zu verstehen, die Lesarten des Wortes sind sozusagen Verweise auf Konzepte. Also wir hätten immer noch die Gleichsetzung, also beinahe diese Gleichsetzung von Wortbedeutung und Konzept, aber eben nicht mehr so, dass ein Wort und ein Konzept gleichgesetzt ist, sondern ein Wort bzw. eine Lesart eines Wortes auf ein Konzept verweist. Und ich bezeichne hier jetzt diese Kombination aus Wort und Konzept, aus Begriff und Konzept, als ein Lexem. Also Lexem ist sozusagen eine Bedeutung eines Wortes und man kann es operationalisieren als Kombination von Wort, also Lemma und Konzept. Manche verwenden den Begriff Lexem auch anders, also da muss man aufpassen. Genaue Nomenklatur, was ein Lemma und was ein Lexem ist und was ein Wort ist, geht da teilweise sehr durcheinander. Ich habe es hier nochmal grafisch dargestellt, also die Beziehung zwischen Wörtern und Konzepten kann im Fall von Synonymie, sieht im Fall von Synonymie so aus. Das Konzept wird durch verschiedene Wörter bezeichnet. Und hier wollte ich nochmal andeuten, also ein Konzept ist eigentlich sozusagen die Menge der Eigenschaften, die diese Kategorie auszeichnen. Also wir wissen, ein Auto hat Räder, ein Auto ist ein Fahrzeug, ein Auto hat einen Motor, unterscheidet es von Fahrzeugen wie Fahrrädern zum Beispiel, hat typischerweise vier Räder, wir wissen, was Autos typischerweise kosten und so weiter. Also diese ganze Eigenschaften, Sammlung, Menge von Eigenschaften, scheint das zu sein, was so ein mentales Konzept ausmacht. Und das ist natürlich völlig unabhängig davon, ob wir das jetzt Car oder Automobil nennen oder irgendein völlig anderer, oder als Franzose dann Voiture nennen würden. Das ist sozusagen rein mental weitgehend unabhängig von der Sprache. So, Car hat mehrere Lesarten, das weiß man oft nicht so. Car kann nämlich nicht nur ein Auto bezeichnen, sondern auch ein Waggon eines Zuges. Also hier habe ich einen Fall von Homonymie bzw. mehreren Lesarten. Und das Ganze führt natürlich zu einem ziemlich komplex überlappenden Geflecht von Verknüpfungen zwischen Wörtern und Konzepten. Ein Wagen eines Zuges kann man auch als Coach bezeichnen. Coach kann aber auch eine Kutsche bezeichnen oder einen Trainer und so weiter. Also wir haben hier ein ziemlich komplexes Beziehungsgeflecht. Ein spezieller Fall ist, dass diese Art von Synonymie, das wird ja nicht als Synonymie bezeichnet, aber den Fall, dass verschiedene Wörter auf das gleiche Konzept verweisen, können wir auch durch morphologische Derivation, also durch Wortbildungsprozesse bekommen. Also das Verb examine und das daraus abgeleitete Substantiv examination bezeichnen doch eigentlich das gleiche Konzept, nämlich den Vorgang, etwas zu untersuchen. Also Peter examined the light bulbs und Peter's examination of the light bulbs bezeichnen genau dasselbe Ereignis. Und so kann man sagen, es gibt ja eigentlich ein Konzept, nämlich dieser Vorgang des Untersuchens, und der kann sowohl durch das Verb als auch durch das abgeleitete Substantiv bezeichnet werden. Und in dieser Darstellung wären die Lexeme jetzt eben die Pfeile zwischen Wörtern und Konzepten.
So. Und jetzt wollen wir uns aber vor allem auf die Repräsentation von Konzepten, also das ist sozusagen, wenn wir eine lexikalische Semantik, eine Erfassung von Wortbedeutung erreichen wollen, dann sind die zwei Komponenten einmal die Abbildung von Wörtern auf Konzepte zu finden, auch mal festzulegen, was sind denn eigentlich Konzepte, also welche Konzepte gibt es überhaupt. Und dann der andere Aspekt ist, dass wir die Bedeutung von Konzepten erfassen wollen. Wenn wir letztlich nur sagen, naja, das ist halt ein Verweis auf das Konzept von einem Auto und dieses Konzept nicht irgendwie mit Leben füllen, dann sind wir genauso weit, als würden wir einfach nur sagen, also dann wären wir wieder an dem Punkt, dass zu sagen, die Bedeutung von Auto ist das Prädikat K. Also zu sagen, das Konzept von Auto oder ein Bildchen malen, macht ja auch keinen Unterschied. Wir müssen also eine etwas reichhaltigere Präsentation haben, sodass wir damit tatsächlich auch die reale Welt beschreiben können. Da gibt es jetzt eine ganze Menge von Ansätzen, wie man Wortbedeutung erfassen kann. Zum Beispiel den definitorischen Ansatz. Das ist das, was man im Wörterbuch macht. Also mathematisch würde man sagen, eine Definition der Wortbedeutung listet die notwendigen und hinreichenden Bedingungen auf, damit wir zum Beispiel etwas als ein Auto oder einen Tisch oder einen Hund bezeichnen können. Ich habe es hier mal für Eisberg und das ist genau das, was Sie klassisch in traditionellen Wörterbüchern finden. Hier zum Beispiel für Eisberg definiert a large floating mass of ice detached from a glacier or ice sheet and carried out to sea. Also da ist doch genau definiert, welche Eigenschaften ein Ding haben muss oder auch wie es entstanden sein muss, um als Eisberg bezeichnet zu werden. Und das Wörterbuch haben früher zumindest versucht, eine möglichst kompakte und präzise Definition zu geben. Damals hat man eben noch möglichst viel auf wenig Seiten unterbringen müssen, da man alles drucken musste und es nicht elektronisch lesen konnte. Das klingt erstmal nach einem sehr vernünftigen Ansatz. Aber wenn Sie jetzt die Definition von einem Auto überlegen oder sowas, da wird nicht alles drinstecken, was wir mit Autos verknüpfen. Also diese Definitionen sind immer eingeschränkt, weil es sozusagen nur die notwendigsten Bedingungen, die notwendigen Bedingungen aufführen. Aber alles, das zum Beispiel zu unserem Konzept Eisberg gehört, wahrscheinlich auch das Ganze, der Untergang der Titanic, dass die eine Gefahr für Schiffe darstellen, eine Vorstellung, wie ein Eisberg aussieht. Die meisten Menschen hören ja immer, dass irgendwie nur ein Siebtel des Eisbergs an der Oberfläche zu sehen ist und 6/7 unter Wasser sind. Und das wird als Metapher für bestimmte Sachen, bei denen eben auch versteckte Bestandteile sind, verwendet und so weiter. Das gehört alles zu unserem Konzept von Eisberg irgendwie und wird hier überhaupt nicht berücksichtigt. Und ein zweites Problem, vielleicht noch ein größeres Problem, das wir haben, im Wörterbuch werden Wörter durch Sprache definiert. Das heißt, um die Definition von Eisberg verstehen zu können, müssen wir die ganzen anderen Wörter, die hier vorkommen, verstehen. Die können Sie natürlich auch wieder im Wörterbuch nachschlagen, aber wenn Sie es oft genug machen, kommen Sie irgendwann in eine Schleife und landen wieder beim Ausgangswort. Das heißt, Sie müssen dann das Wort Eisberg verstehen, um die Definition von Eisberg verstehen zu können. Also das sozusagen, dass es hier keine klare Trennung zwischen der Objektsprache, in dem Fall Englisch, und der Metasprache, die wir verwenden, um die Definition, um die Bedeutung zu definieren, besteht, das ist ein Problem für eine automatische Verarbeitung. Denn der Computer, im Gegensatz zum üblichen Wörterbuchnutzer, versteht der Computer eben nicht diese Definition nicht, weil er die ganzen Wörter nicht versteht erstmal. Gut, wie könnte man der nächste Schritt, den man sich überlegt hat, um sowas für eine formale und danach maschinelle Verarbeitung nutzbar zu machen, ist, dass man diese Definition durch Metasprache ersetzen müsste, also sozusagen ein formales Begriffssystem. Ein Ansatz ist, die Bedeutung in sogenannte semantische Primitiva zu zerlegen, also elementare semantische Eigenschaften. Da könnte man definieren, also es ist geht immer noch von diesem definitorischen Ansatz aus, ein Konzept ist eine Menge von Eigenschaften, aber jetzt versucht man das auf ein festgelegtes Inventar von elementaren Eigenschaften zu reduzieren. Also zum Beispiel ein Eisberg ist dadurch gekennzeichnet, dass er aus Wasser besteht und fest ist. Wasser und fest gibt Eis, Feststoff, dass er sehr groß ist und dann müssten wir die anderen Eigenschaften da auch noch irgendwie unterbringen. Also jetzt haben wir hier stehen zwar englische Wörter, aber das sind jetzt eben keine Wörter mehr, die man kennen muss, sondern das sind die primitiven Bedeutungen, die Elementarbedeutungen. Wie die dann genau zu fühlen sind,
wäre noch zu klären, aber immerhin könnte sich dann jede Wortbedeutung aus diesen Elementarbedeutungen zusammensetzen. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie sowas praktisch funktioniert. Meiner Erfahrung nach meistens gar nicht, denn sobald man halbwegs großes Vokabular auf solche Primitiva zurückführen will, stellt man fest, dass man eben sehr viele semantische Primitiva braucht, weil natürlich so kann ich mit so ein paar, mit diesen sehr elementaren Sachen, kann ich einen Eisberg vielleicht halbwegs erfassen, aber wenn ich schon Hund oder Katze erfassen will und den Unterschied zwischen Hund und einer Katze erfassen, also könnte ich sagen, Hund ist ein Tier, ein Haustier irgendwie, versuchen das in Primitiva darzustellen, Säugetier, aber der Unterschied zwischen Hund und Katze, das wird nicht mehr mit solchen Elementarbedeutungen machbar sein. Es ist eine schöne Idee, sowas zu formalisieren, aber ist praktisch kaum umzusetzen. So. Das Problem ist, wir haben also, sobald wir hier zu viele einführen, dann ist so, dass wir deren Bedeutung ja auch wieder irgendwie definieren müssen. Wir wollen nicht sagen, das sind so ganz elementare Sachen, die jedes Kind einfach aus seiner Welterfahrung kennt. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir so eine gewisse Zirkularität kriegen, dass wir die Begriffe, die wir verwenden, um die Bedeutung zu definieren, auch wieder erst verstehen müssen. Es gibt jetzt einen Ansatz, bei dem man sich, wenn man eigentlich das einfach akzeptiert und sich das zunutze macht. In diesem Ansatz werden Konzepte, die Menge von allen Konzepten, in ein semantisches Netz verknüpft. Das heißt, man sagt, die Eigenschaften, die ein Konzept definieren, sind nicht irgendwelche Primitiva, die irgendwo außerhalb dieses Netzes stehen, unseres Konzeptwissens, sondern sind wieder durch andere Konzepte definiert. Also zum Beispiel, sind Relationen zu Konzepten, zu anderen Konzepten. Zum Beispiel eine Eigenschaft, die ein Vogel kennzeichnet, ist ja, dass er Flügel hat. Um das zu begreifen, muss man natürlich wissen, was ein Flügel ist. Die Lösung im semantischen Netz ist, dass es einfach eine Relation zwischen dem Konzept Vogel und dem Konzept Flügel ist, nämlich was man oft als Has-A-Relation bezeichnet, also Bird has a wing. Deswegen eine Has-A-Relation, wie wir nachher lernen würden, bezeichnen wir sowas auch als eine Meronym-Relation, dass ein Flügel ein Teil von einem Vogel ist. Das Wesentliche ist nun, dass man sagen kann, die Bedeutung des Wortes in so einem semantischen Netz ist seine Position in dem Netz. Also sozusagen besteht in seinen Relationen zu anderen Konzepten. Um diese Position festzustellen, brauche ich natürlich die Bedeutung der anderen Konzepte nicht unbedingt verstehen. Wie weit, was man damit dann machen kann, ist dann, wenn man sich überlegt, was man eigentlich mit sowas machen, anfangen kann. Aber die Idee ist, dass wirklich dieses eine echte selbstreferenzierende Repräsentation zu haben, bei der die Bedeutung nur relativ zu anderen Konzepten gegeben ist, aber keine absolute Bedeutung. Also wir haben sozusagen die Bedeutung von, habe ich hier den Vogel? Nee, aber hier zum Beispiel das Säugetier, relativ zu anderen Konzepten wie Animal, also Tier, Fisch, verschiedene, also das Bären und Katzen sind Säugetiere. All das gehört jetzt zu der Bedeutung von Säugetieren im semantischen Netz. Ein Ansatz aus der Psychologie, das ist jetzt ein ganz anderer Ansatz. In der Kognitionspsychologie gibt es auch eine Erklärung, die sagt, Konzepte, also das basiert alles eigentlich doch auf der Idee, dass Konzepte Mengen von Eigenschaften sind, die eben diese Dinge kennzeichnen, die durchs Konzept bezeichnet werden. Ein ganz anderer Ansatz ist, zu sagen, ein Konzept ist eigentlich eine Abstraktion aus unserer Erfahrung. Also sozusagen das Konzept Hund besteht eigentlich aus allen Hunden, die wir gesehen haben. Aus diesen Hunden wird sozusagen ein Prototyp abgeleitet. Wir haben also den Prototyp, oder wenn ich sage, zeichnen Sie einen Hund, dann haben Sie wahrscheinlich so eine prototypische Vorstellung von einem Hund, den Sie dann zeichnen würden, oder? Ich zeichne nicht gut genug, um das Beispiel zu machen, aber der prototypische Tisch würde für mich, sagen wir mal, der prototypische Stuhl sieht für mich ungefähr so aus. Das ist mein Prototyp von einem Stuhl und alles, was dem hinreichend ähnlich sieht, also auch so ein Drehstuhl, hat genug Ähnlichkeiten, um das Ganze dann auch als Stuhl zu kategorisieren. Also beim Prototypen, bei einem Ansatz,
prototypenbasierten Ansatz von Bedeutungsrepräsentation geht man eben aus, dass es so ein Prototypen für jedes Konzept gibt und die Ähnlichkeit zum Prototypen entscheidet, was zur Extension des Konzepts gehört oder nicht. Exemplare sind jetzt einzelne der Prototyp wird als was Abstraktes verstanden, sozusagen eine Abstraktion, die die wesentlichen Eigenschaften herausdestilliert. Ein exemplarbasierter Ansatz geht davon aus, dass wir uns eigentlich Beispiele merken. Also da wäre das Konzept nicht ein Prototyp des Hundes, sondern sozusagen alle Hunde, die Sie irgendwann mal gesehen haben, die noch in Ihrem Gedächtnis gespeichert sind. Und die Mischung aus all diesen Exemplaren, die bildet dann das Konzept. Das ist ein Ansatz, der gerade für die Computerlinguistik eigentlich recht interessant ist, weil sich damit natürlich auch im Gegensatz zu diesen definitorischen Ansätzen, zu diesen eigenschaftsbasierten Ansätzen, sehr gut wiedergeben lässt, dass es eben prototypischere und weniger prototypische Hunde, Tische, Stühle und so weiter gibt. Also bei Hunden zum Beispiel ist der prototypische Hund für viele ist der Schäferhund. Ein Chihuahua ist jetzt nicht gerade ein prototypischer Hund oder ein Pinguin ist zum Beispiel ein wenig prototypischer Vogel, weil er eben nicht fliegt. Und das kann man natürlich mit so einem Ansatz, das gehört zwar zur Kategorie, ist aber sehr weit vom Prototypen entfernt und das könnte man damit auch quantifizieren. So, und ein letzter Ansatz, der jetzt besonders in der Computerlinguistik in den letzten Jahren eine große Rolle spielt, ist distributionelle Bedeutung bzw. assoziative Bedeutung. Da wird assoziative Repräsentation kommt aus der Kognitionswissenschaft. Da wird ein Konzept sozusagen repräsentiert durch die Assoziation, die es weckt zu anderen Konzepten. Also wenn wir Hund hören, assoziieren wir das mit Bellen, mit Schwanz, mit der Form des Hundes, Fell, Streicheln, Haustier, Begleiter des Menschen und so weiter. Und diese ganzen Assoziationen, die definieren das Konzept. Und distributionelle Bedeutung setzt das Ganze um mit der Verwendung von dem Begriff Hund in der Sprache. Das ist relativ ähnlich, was man damit findet. Das ist sozusagen Assoziationen, die dann sprachlich kodiert sind oder die sich in der Sprache niederschlagen. So. Heute wollen wir uns noch zwei dieser Ansätze, die eben in der Computerlinguistik sehr erfolgreich sind, diese näher anschauen. Einmal die Repräsentation von Bedeutung in Form des semantischen Netzes und den distributionellen Ansatz. Zunächst mal das semantische Netz. Nehmen wir mal das Konzept Rabe als Beispiel. Was würden Sie sagen, was sind die Charaktere? Also jetzt im semantischen Netz gehen wir eigentlich von so einem definitorischen Ansatz aus. Ein Konzept besteht aus Eigenschaften, die wir in Form von Relationen zu anderen Konzepten wiedergeben wollen. Also was würden Sie sagen, fällt Ihnen ein paar Eigenschaften ein, was sind Eigenschaften des Konzepts Rabe, vielleicht also die zur Definition des Konzepts Rabe gehören würden? Vogelschwarz fliegt, legt Eier vielleicht. Also wenn wir Leute fragen würden, die solche Sachen wahrscheinlich bringen, hat Flügel, kann fliegen, ist ein Vogel, frisst Insekten vielleicht, legt Eier, ist schwarz und so weiter und so weiter. So, Sie sehen hier, was ich in Blau gezeigt habe, sind die anderen Konzepte. Also diese Eigenschaften sind ja jetzt in dem semantischen Netz Relation zu anderen Konzepten. Das heißt, ich hätte jetzt von dem Knoten Rabe ziemlich viele Kanten, die zu anderen Konzepten gehen. Und natürlich ist wichtig, nicht nur welche Konzepte verknüpft sind mit solchen Relationen, sondern was es für Relationen sind. Also natürlich die Isa-Relation in Rabe ist eine Art, spezielle Art von Vogel. Diese Eigenschaftsrelation, er hat die Eigenschaft schwarz zu sein, also sozusagen eine physikalische Eigenschaft oder eine Oberflächeneigenschaft. Diese Meronym-Eigenschaft, dass er Flügel besitzt. Also es ist wichtig zu wissen, auch was die Relation auszeichnet. Und da habe ich jetzt natürlich wieder ein Problem.
Hier kommen nämlich, also das sind ja sehr generelle Eigenschaften, eine Art von Vogel zu sein, etwas zu besitzen als Teil, has wings, diese Fähigkeit, irgendwas tun zu können oder typischerweise zu tun, diese Eigenschaft, Oberflächeneigenschaft, das sind sehr generelle Relationen, aber dann gibt es auch hochspezifische, wie was er frisst. Um diese Relationen zu verstehen, müssen wir doch eigentlich wieder wissen, was fressen bedeutet. Also, wenn wir alles, was uns hier einfällt, dazu nehmen, dann haben wir eigentlich nicht mehr diese paarweisen Relationen, sondern kommt hier noch so eine dritte lexikalische oder konzeptuelle Komponente rein. Andererseits, so ein paar Relationen, die fast immer, und das trifft ja auch nur auf Tiere eigentlich zu, diese Eat-Relation. Und die Lay-Relation, die bezieht sich dann sowieso nur auf Eier, also das ist sowieso irgendwie eine hochspezifische Sache, die vielleicht nicht wirklich so gut in diesem semantischen Netz zu repräsentieren ist. Also es stellt sich die Frage, ja, das hatte ich ja schon, es stellt sich die Frage, welche von diesen Relationen eigentlich essentiell sind, welche wir unbedingt in einem semantischen Netz repräsentieren wollen und welche sozusagen zusätzliches Wissen darstellen, was wir damit verknüpfen, aber die vielleicht nicht unbedingt, also die nicht so essentiell für die Bedeutung sind. Und wir wollen natürlich erstmal ein semantisches Netz mit den essentiellen Relationen aufbauen. Und wenn wir diese Bedeutung dann erfasst haben, dann kann man noch schauen, in welcher Weise zusätzliches Weltwissen hinzugefügt werden kann. Haben Sie eine Vorstellung, was jetzt die wichtigsten, die essentiellen Eigenschaften sind und was die weniger essentiellen wären? Also die Antwort, die ich mir gerade wünsche, ist nein. Ich habe keine Vorstellung. Es ist nämlich in der Tat ziemlich schwierig, das zu unterscheiden. Und wenn Sprachwissenschaftler Schwierigkeiten haben, was zu unterscheiden, dann versuchen sie, irgendwelche diagnostischen Tests zu entwickeln. Also sozusagen, Sie kennen, wir hatten das schon mal bei den Konstituenten, glaube ich, erwähnt, in der Syntax, um festzustellen, was denn nun eine Konstituente ist, eine syntaktische Konstituente, gibt solche Tests wie Pronominalisierungstests. Kann ich was durch ein Pronomen ersetzen, dann ist es eine Konstituente. Wenn ich es nicht kann, dann ist es keine vollständige Konstituente. Kann ich was bewegen? Also ich kann typischerweise eine Nominalphrase oder eine Präpositionalphrase auf eine andere Stelle im Satz verschieben, aber ein Fragment dieser Präpositionalphrase kann ich nicht verschieben, dann geht mir die Syntax kaputt. Und sowas versucht man natürlich auch in der Semantik. Relevant hier sind sogenannte Entailment-Tests. Also Entailment heißt, ich weiß auch keinen guten deutschen Begriff dafür, das Entailment ist so gängig in der Computerlinguistik, dass wir uns auf diesen englischen Begriff. Ein Entailment bedeutet, dass so eine Art zwingender logischer Schlussfolgerung. Ich schreibe es hier A-B, das heißt A entails B, also aus Satz A folgt zwingend, dass wenn Satz A zutrifft, dann folgt zwingend, dass auch Satz B zutrifft. Man versucht hier gerade die Unterscheidung zu machen zwischen einer zwingenden logischen Schlussfolgerung, das ist ein Entailment, und einem sozusagen einer plausiblen Erwartung. Also wenn nach A, ich versuche gerade ein nicht militärisches Beispiel zu finden, leider ist das gängige Beispiel dafür militärisch, also Mary shot Peter, daraus folgt, Mary killed Peter, daraus folgt Peter is dead. Also wenn jemand tötet, dann ist die Person tot, das ist doch klar, das ist zwingend. Mary shot Peter, daraus folgt nicht, dass Peter tot ist, denn man kann angeschossen zu werden oder beschossen zu werden, kann man ja auch überleben. Aber es ist relativ plausibel, dass er sterben würde. Also das ist sozusagen eine plausible Schlussfolgerung, die wir aus unserer Welterfahrung ziehen würden, eine plausible Erwartung. Es ist aber keine zwingende Schlussfolgerung, also kein Entailment. Aber aus kill, das ist sozusagen die Bedeutung von kill, enthält ja schon diese zwingende Schlussfolgerung, dass die als Folge die getötete Person tot ist. Deswegen ist das ein Entailment. Und das probieren wir jetzt mal aus in diesem Bereich der Raben. Also folgt aus Peter saw a raven zwingend, dass Peter saw a bird, weil ein Rabe eine Form von Vogel ist. Also wenn ich sage, Peter saw a raven, wenn das zutrifft, dann muss auch zutreffen, dass Peter einen Vogel gesehen hat. Ist das ein Entailment? I drive a car, drive an automobile. Offensichtlich auch. Every student is asleep. No student is awake.
Das hat jetzt gerade nichts mit lexikalischer Semantik. Das hat was mit lexikalischer Semantik zu tun. Es hat auch was mit Logik zu tun, natürlich. Das ist ein schönes Beispiel, schreiben wir es mal kurz. Also, every student is asleep. Können wir uns kurz nochmal an unsere semantische Repräsentation erinnern? Das würden wir prädikatenlogisch schreiben, auch für alle x gilt. Wenn x ein Student ist, dann schläft x. Und no student is awake, also kein Student ist wach, heißt, es trifft nicht zu, dass ein Student wach ist, also Negation von es gibt ein x, sodass x Student ist und x wach ist. So, und um zu erkennen, ob dieses Entailment gilt, das ist nämlich nicht nur ein Entailment, sondern das ist sogar eine Äquivalenz. Also Äquivalenz bedeutet Entailment in beide Richtungen. Um das zu erkennen, müssen Sie einerseits natürlich so gewisse logische Rechenregeln für solche logischen Formeln kennen. Daraus folgt eben, dass die Negation vom Existenzquantor gibt ein Allquantor, also nicht Negation von es gibt ein x mit diesen Eigenschaften heißt, für alle x gilt, dass eben nicht zutrifft, dass x zugleich Student und wach ist. Und dann kann man hier eben weiter, die Negation von sowas ist die Negation von Student und oder Negation von awake. Und das kann man über die Negation und oder darstellen. Und das einzige Punkt, der dann noch fehlt, um diese Äquivalenz zu sehen, ist, dass awake die logische Negation von asleep sein muss. Und an der Stelle ist es dann lexikalische Semantik. Also viel Entailment wird oft verwendet, um solche logischen Relationen darzustellen, um eben daraus diese prädikatenlogische Darstellung der Sprache abzuleiten, weil man dann sieht, dass diese prädikatenlogischen Folgerungen oder Äquivalenzen konsistent sind mit dem, was man als Entailments intuitiv bekommt. Aber hier kommt eben noch diese lexikalische Eigenschaften, nämlich dass die gegensätzliche Bedeutung haben. Was ich gerade schon erwähnt hatte, aus den Entailments kann man auch Äquivalenz ableiten, Entailment in beide Richtungen. Also hier würde ich auch sagen, I drive an automobile. Daraus folgt natürlich auch, I drive a car. Das heißt, die beiden Aussagen, I drive a car und I drive an automobile, sind äquivalent, weil Entailment in beide Richtungen besteht. Und da sieht man auch die Beziehung zwischen diesen beiden Sätzen, die ja offenbar an der Bedeutung von Bedeutungsrelation zwischen Car und Automobil liegt. Die ist eine andere als zwischen Peter saw a raven und Peter saw a bird. Hier gilt nämlich das Entailment in der anderen Richtung natürlich nicht. Der kann ja einen anderen Vogel gesehen haben. Folgt aus I saw a raven, I saw a black bird with two legs. Wenn alle Raben zwei Beine haben, dann ja. Gut, aber es gibt sicher irgendwie einen amputierten Raben oder vielleicht einen Albino-Raben, der nicht schwarz ist. Also es ist sehr, sehr plausibel, dass die Folgerung gilt, aber es ist nicht logisch zwingend. Also ist es kein Entailment. Das ist der Unterschied, den man hier machen muss, der uns aber hilft, so einen wesentlichen Unterschied zwischen verschiedenen Bedeutungsrelationen herzustellen. The rose is crimson. Folgt daraus, the rose is not... Also crimson ist purpurrot, scarlet ist scharlachrot, weil Sie die Begriffe nicht kennen. Gilt das? Würde das jeder sagen? Also, ich weiß nicht, ob Sie jetzt die Farben vor Augen haben, aber irgendwie ist klar, crimson und scarlet, also purpurrot und scharlachrot, sind auf jeden Fall zwei verschiedene Rottöne, die man nicht gleichzeitig haben kann. Und deswegen wissen wir, auch wenn wir nicht wissen, was genau die Farben sind, wissen wir Schlussfolgerungen. Andererseits, ob jetzt aus I see crimson folgt, dass I see light with a wavelength of 635 nanometers, das ist erstens mal eine Wissensfrage und zweitens, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das, haben wir uns leider nicht notiert, was das für eine Farbe ist, aber eigentlich
Es ist auf keinen Fall ein Entailment, denn unabhängig von unserem Wissen ist die Farbwahrnehmung auch subjektiv. Also Leute werden für dieselbe Wellenlänge von Licht, also exakt die gleiche Farbe, verschiedene Farbbezeichnungen oft verwenden. Deswegen ist das kein Entailment, egal, also in keinem Fall ein Entailment, weil das eben eine subjektive Farbwahrnehmung ist. Dieses Beispiel hatten wir schon. Aus Kill folgt, dass jemand tot ist. Folgt aus I hurt my elbow, I hurt my arm. Weil der Ellbogen Teil des Armes ist. Und das ist diese Hesser-Relation. Also wenn was Teil von dem Ganzen ist, dann kriegen wir damit auch Entailments. Schließlich, Paul drank too much. Folgt daraus, Paul can't walk steadily. Ist das ein Entailment? Es ist kein Entailment, weil wenn jemand sehr trinkfest ist, kann er vielleicht auch noch voll betrunken halbwegs gerade laufen. Es ist wieder was sehr Plausibles. Aus unserem Weltwissen folgt, dass das in den meisten Fällen zutrifft, aber es ist eben kein zwingendes logisches Entailment, also würde ich das auch ausstreichen. So, und als man dann angefangen hat, tatsächlich semantische Netze als Bedeutungsrepräsentation für die Computerlinguistik zu konstruieren, musste man auswählen, welche Relationen. Man hat gesagt, okay, wir fangen mal an, die wirklich essentiellen Bedeutungsrelationen da zu erfassen zwischen Konzepten. Man hat gesagt, das sind die Relationen, die zu Entailments führen. Also die Relation zwischen Kill und Dead möchte man vielleicht erfassen, wobei die schon recht speziell ist. Aber auf jeden Fall Relation zwischen Elbow und Arm, diese Teilrelation, die zwischen Asleep und Awake, dass das gegensätzliche Bedeutungen sind, also logische Negationen. Die zwischen Car und Automobil, dass es Synonyme sind, also Begriffe, die das gleiche Konzept bezeichnen. Und die zwischen Raven und Bird, dass eben, dass sozusagen Raven eine Spezialisierung des Konzepts Vogel ist, eine Art von Vogel. Die nennt man dann auch lexikalische Bedeutungsrelation. Der Grund, warum man die als lexikalisch nennt, ist, dass das eben Bestandteil der Wort, also ein essentieller Bestandteil der Wortbedeutung ist. Deswegen sind es Entailments. Also ein Arm muss immer, ein Ellbogen ist immer Teil des Armes, egal wie unsere Biologie aussieht. Also man sagt sozusagen, das ist Teil der Bedeutung des Wortes. Selbst wenn wir uns eine Fantasiewelt denken, wo die Menschen ganz anders aussehen, muss der Ellbogen immer noch Teil des Armes sein, sonst ist es nicht mehr das Wort oder der Begriff Ellbogen. Hingegen, und dasselbe, ein Rabe ist ein Vogel. Hingegen, dass ein Rabe schwarz ist, das ist sozusagen in unserer Welt so. Das kann in Einzelfällen eben anders sein, beim Albino-Raben oder einem Raben mit einem Bein nur. Also diese Eigenschaften, genau, also ein Vogel muss immer sein, aber diese anderen Eigenschaften, wie ist schwarz und hat zwei Beine, das ist eben speziell in unserer Welt so. Und es ist nur im Allgemeinen so, es ist üblicherweise so. Und es kann in der Fantasiewelt, könnten Raben ganz anders aussehen. Es wäre plausibel, die immer noch als Raben dort zu bezeichnen, aber eben nicht mehr, wenn es kein Vogel ist. Also diese Bedeutungsrelation, die man als wirklich Kernbestand der Wortbedeutung ansieht, das sind die lexikalischen Relationen. Und das sind eben nicht mehr, damit bei diesen lexikalischen Bedeutungsrelationen verlassen wir jetzt eben die Ebene der Konzepte, die wir eigentlich repräsentieren wollten. Es sind teilweise Relationen, die sich auf Lexeme, also auf die Verbindung von Wörtern und Konzepten beziehen, nämlich Synonymie und Homonymie, also die Synonymie, dass verschiedene Wörter das gleiche Konzept bezeichnen, und die Homonymie, dass ein Wort verschiedene Lesarten haben kann, die verschiedene Konzepte bezeichnen. Wir haben ja gerade Beispiele gesehen, wo die Synonymie zum Beispiel zu Entailments führt. Und hinzu kommt noch die Antonymie-Relation, nämlich gegensätzliche Bedeutung, dass eben Asleep der Gegensatz von Awake ist, weil wir daraus auch solche Entailments konstruieren können. Antonymie ist noch ein bisschen ein schwieriger Fall, das steht so irgendwo zwischen, man könnte ja sagen, ja, eigentlich ist das ja, oder Beautiful und Ugly als Gegensätze, das sind doch eigentlich Konzepte, die hier gegensätzlich sind. Es ist aber tatsächlich so, dass die Antonymie eine Relation zwischen Lexemen ist, also zwischen Wortbedeutungen. Da habe ich nachher nochmal ein Beispiel dazu, wenn wir näher reinschauen.
Auf Ebene der Konzepte haben wir dann diese allgemeineren und spezielleren Konzepte, also sowas wie Rabe und Vogel. Die bezeichnen wir, diese Relation bezeichnen wir allgemein als Hyperonymie. Die Richtung nach oben ist das Hyperonym, also das allgemeinere Konzept ist Hyperonym. Das speziellere Konzept ist ein Hyponym. Vogel ist ein Hyperonym von Rabe. Rabe ist das Hyponym von Vogel. Also hier ist nochmal ein paar andere Beispiele, die so ein bisschen ins Fränkische passen. Meistens ist es so, also Konzepte haben in der Regel nur ein Hyperonym, also Rabe ist eben ein Vogel und keine andere Gattung von Säugetieren. Andererseits hat ein Hyperonym natürlich meistens viele Hyponyme. Also unter Vogel hängen wir natürlich alle möglichen Vogelarten, Raben, Meisen, Adler, Falken, Sperlinge und so weiter. Es gibt ja endlos viele. Diese Geschwister sozusagen, Hyponyme des gleichen Konzepts, die bezeichnen wir auch als Kohyponyme. Kohyponym-Relationen sind deswegen interessant, daraus kam ein Beispiel mit Scarlet und Crimson. Das können wir beides als Hyponyme der Farbe Rot sehen oder allgemein Hyponyme der Farbe. Und die Annahme ist natürlich, wenn ich zwei verschiedene Konzepte habe, Kohyponyme habe, dann muss da ein Unterschied bestehen. Also es gäbe ja keinen Grund, zwei Konzepte zu haben, wenn die genau das gleiche bedeuten. Und daher die Schlussfolgerung, wenn ich das Konzept Scarlet und das Konzept Crimson habe und es eben nicht Synonyme sind, sondern Kohyponyme, dann müssen das verschiedene Farbschattierungen sein, sonst wären sie das gleiche Konzept. Also deswegen ist diese abgeleitete Kohyponymie-Relation auch interessant. So, und die letzte Gruppe von lexikalischen Bedeutungsrelationen, die meistens erfasst wird, ist die sogenannte Meronymie, das ist die Teil-Ganzes-Beziehung. Dabei ist das Meronym der Teil und das Holonym bezeichnet das Ganze. Also ein Finger oder der Ellbogen ist ein Meronym von Arm, ein Finger ist ein Meronym von Hand und umgekehrt ist die Hand das Holonym von Finger und der Arm das Holonym von Ellbogen. So, die Begriffe müssen Sie dann früher oder später lernen und diese Relation identifizieren können. Ah, da kommen wir dann im Sommersemester drauf zurück. Und anhand dieser Bedeutungsrelation hat man nun tatsächlich große semantische Netze erstellt. Das erste und sehr bekannte semantische Netz ist WordNet, wurde ab 1985 in Princeton erstellt. Also entwickelt wurde es eigentlich für die Kognitionswissenschaft. Es wurde also am Cognitive Science Lab entwickelt. Es sollte sozusagen ein Konzeptinventar für kognitionswissenschaftliche Studien bilden. Wer kann Bedeutungsnetze entwickeln? Wer kann Wortbedeutung beschreiben? Lexikografen natürlich, die Leute, die auch in Wörterbüchern Wortbedeutung beschreiben und ein Wortinventar erfassen. Also haben die Lexikografen angestellt, um über viele Jahre hinweg, also über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren hinweg, dieses WordNet zu erstellen. Später hat sich dann herausgestellt, dass es nicht so sehr für die Kognitionswissenschaft, sondern vielmehr noch für die Computerlinguistik eben ganz wichtig ist, weil es uns eben eine Bedeutungsrepräsentation, also die Konzepte im WordNet, wurden als Standardbedeutungsinventar für die englische Sprache verwendet in der Computerlinguistik. Deswegen ist WordNet auch heute noch ganz gebräuchlich. Also wird sehr intensiv noch in der Computerlinguistik eingesetzt. Das erste Problem, was man hat, wenn man so ein semantisches Netz erstellen will, ist natürlich, was sind denn eigentlich die Konzepte, die dort ab? Also welche Konzepte gibt es denn eigentlich? Also klar, Hund und Auto und Tisch und so, aber wie viele verschiedene Vögel gibt es als Konzepte? Und gibt es jetzt irgendwie nochmal eine Zwischenstufe zwischen Vogel und verschiedenen Vogelarten? Also kann man da noch, ich weiß nicht, was der korrekte Begriff ist, Gattungen oder Familien von Vögeln irgendwie unterscheiden, gibt es ja natürlich auch, die Vogelarten sind ja teilweise wieder, gehören zur selben Familie oder so. Das ist erstmal völlig offen, was für Konzepte einzuführen sind. Die Lösung, die für einen Lexikografen wahrscheinlich naheliegend war, war, dass man nur lexikalische Konzepte erfassen will. Ein lexikalisches Konzept ist ein Konzept, für das es ein Wort in der englischen Sprache gibt. Also wenn Sie ein Wort für das Konzept haben, dann wird es erfasst im WordNet.
wenn es kein Wort dafür gibt, dann wird es auch nicht erfasst. Also im Englischen unterscheidet man zum Beispiel zwischen Dog und Hound. Hound sind irgendwie die großen Jagdhunde, glaube ich, und Dogs sind so mehr die Haushunde. Deswegen würde man in WordNet, zumindest wenn man es ganz konsequent durchzieht, diese Unterscheidung auch einführen. Also unterscheiden zwischen den Hunden, die zur Kategorie Dog gehören und den Hunden, die zur Kategorie Hound gehören. In einem deutschen WordNet würde man das nicht machen, weil wir da eigentlich nur den Begriff Hund haben, der für beides steht. Also es ist wirklich, das macht das Ganze natürlich auch sprachabhängig. Aber es gibt einen systematischen Ansatz, wie man das Konzeptinventar festlegt. Man geht wirklich vom Vokabular aus, das zu beschreiben ist, und bildet daraus die Konzepte. Ich kann aber natürlich jetzt nicht jedes Wort mit Konzepten gleichsetzen, weil ja Car und Automobil das gleiche Konzept oder Luggage und Baggage das gleiche Konzept bezeichnen. Hast du da gesagt, Konzepte entstehen als Sammlung synonymer Wörter bzw. synonymer Lesarten. Also man hat einfach wirklich die Wörter, die das gleiche Bedeutung haben, zusammengruppiert und daraus ein Konzept gemacht. Deswegen werden die in WordNet auch Synsets genannt, also Synset für Synonymset. Ein Konzept ist in einer Menge von Synonymen. Das sind die wesentlichen. Weil es so erfolgreich war in der Computerlinguistik, wurde es die Idee auch auf andere Sprachen übertragen. Im Deutschen stehen wir da zum Beispiel sehr gut da. Da wurde nämlich in Tübingen das Germanet entwickelt, auch seit vielen Jahren gepflegt und weiterentwickelt und ist inzwischen, glaube ich, noch größer als das englische WordNet. Das ist ein sehr gutes semantisches Inventar für die deutsche Sprache. Leider ist Germanet nicht frei verfügbar, das muss man lizenzieren. WordNet dagegen ist kostenlos verfügbar, kann ziemlich frei verwendet werden. Es gibt einen Online-Zugang oder Sie können es sich auch runterladen von dort. So, jetzt wollen wir uns ein bisschen noch was zur Struktur von WordNet anschauen, dass Sie so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie eigentlich so ein semantisches Netz funktioniert. Die wesentliche Relation, also wir haben jetzt erstmal die ganzen Konzepte. WordNet unterscheidet noch nach Wortarten. Also es gibt drei separate Teilnetze, semantische Netze für Substantive, Adjektive und Verben, die eigentlich völlig getrennte bedeutungssemantische Netze sind, die dann allerdings noch durch Derivationsrelationen verbunden sind. Also meine tatsächlich eine Relation zwischen Examine und Examination, eins gehört zum Verbnetz, eins zum Substantivnetz, aber über die morphologische Derivation gibt es ein paar Kreuz-Querverbindungen. Am besten ausgebaut ist das semantische Netz für Substantive, die auch die größte Wortklasse im Englischen darstellen. Also es gibt mehr Substantive als Adjektive, mehr Adjektive als Verben. Das gilt fürs Englische genauso wie fürs Deutsche zum Beispiel. Und die wichtigste Bedeutungsrelation ist die Hyperonymie, also diese Meronymie, diese Teil-Ganzes-Relation, die besteht ja nur in einigen eher Spezialfällen, in manchen Fällen. Aber jedes Wort hat eigentlich einen übergeordneten und einen untergeordneten, allgemeinere Konzepte oder speziellere Konzepte. Also das ist eigentlich eine Relation, die sich durch das gesamte semantische Netz zieht und auch das gesamte semantische Netz strukturiert. Also das zentrale Bestandteil von WordNet ist eigentlich diese Hyperonymie-Relation. Die fügt die Synsets nämlich zusammen in eine weitgehend baumförmige hierarchische Struktur. Sowas bezeichnen wir auch als Taxonomie oder Ontologie, also Taxonomie von Begriffen oder eine Ontologie, bei der wir vom Allgemeinsten oben ausgehen können und das dann immer weiter unterteilen in immer speziellere Konzepte. Es gibt so ein paar Probleme, es ist nicht wirklich eine Baumstruktur, es gibt nämlich manchmal Synsets, die auch mehrere Hyperonyme haben, wenn man es unter verschiedenen Aspekten sieht. Aber das brauchen Sie eigentlich erst wissen, wenn Sie sich intensiv im WordNet verwenden. Der Punkt hier ist nochmal wichtig, also tatsächlich, wenn Sie so wahrheitskonditionale Semantik machen wollen mit solchen Prädikaten, wenn man tatsächlich damit arbeiten will, dann ist oft die Lösung, dass man die WordNet-Synsets mit Prädikaten gleichsetzt. Also dass man dann tatsächlich nicht einfach ein Prädikat Cat erfindet, sondern dass es eben irgendein spezielles WordNet-Synset wäre, das man als Prädikat einsetzt. Damit kann ich keine Extension natürlich feststellen,
Aber ich habe hier Bedeutungsrelationen und gerade die Hyperonymie-Relation, das ist eigentlich eine logische Folgerung. Also aus Cat von X folgt ja, dass auch das Hyperonym, also sagen wir mal Animo von X zutrifft. Da sehen Sie auch gleich wieder, warum es keine Baumstruktur ist. Ein Hyperonym von Katze wäre natürlich Tier. Ein anderes Hyperonym könnte Haustier sein. Also sagen hier Tier im rein biologischen Sinn ist einfach eine Katze, beziehungsweise Säugetier wird es noch deutlicher machen. Also das ist sozusagen der biologische Taxonomie. Hier habe ich eine Taxonomie nach der Funktion des Tieres, dass es als Haustier fungiert und Sie können natürlich auch eine Spinne als Haustier haben. Also das, ich kann nicht sagen, das ist ein Überbegriff von Säugetier. Oder ein Unterbegriff von Säugetier. Wie gesagt, das passende fränkische Beispiel ist Bier. Also ein Konzept in Wordnet ist Bier, das natürlich nicht nur durch das Wort, ich habe es hier ein bisschen abgekürzt, der Übersichtlichkeit halber, oft gibt es dann mehrere Synonyme hier, die ich hier nicht immer alle aufführe, weil es uns unübersichtlich wird. So, dieses Konzept Bier hat natürlich gewisse Hyponyme, also Spezialisierungen. Man unterscheidet da vor allem zwischen untergärigen und obergärigen Bieren, die im Englischen, also ein untergäriges Bier ist Lager, ein obergäriges Bier ist Ale. Und in diesen zwei Hauptklassen von Bieren gibt es dann wieder feinere Unterteilungen. Zum Beispiel bei den Lagers gibt es Pils, das ist das Pils, Bockbier. Interessant ist, dass in englischen Wortet eben auch das Munich Bier oder Münchener auftaucht oder das Oktoberfestbier, was mit K oder C geschrieben werden kann und so. Also es ist ganz interessant, wie sich, wenn man auf eine sehr spezielle Ebene kommt, wird die Auswahl auch etwas eklektisch. Die Ales sind besser repräsentiert, das sind ja die klassischen englischen Biere. Da gibt es Pale Ale, Bitter, Stout, das Weißbier oder Weizenbier gehört auch dazu. Das sind also alles diese Unterkonzepte. Und hier sehen Sie schon, wie sich so eine baumförmige Struktur aus den Sinnsets ergibt. Bier hat natürlich auch Hyperonyme, das übergeordnete Konzept. In Wordnet ist das Brew. Ist ein bisschen fraglich, ob der Begriff Brew das wirklich bezeichnet. Also, wir verstehen hier Brew als irgendein gebrautes Getränk. Neben Bier wäre zum Beispiel Met was als gebraut, als Brew hier klassifiziert ist. Und das Ganze geht weiter. Dem Brew übergeordnet ist dann Alkohol. Also das ist eigentlich ein Sinset, das sich aus 6 oder 7 Begriffen zusammensetzt. Alkohol, Alcoholic Beverage, Alcoholic Drink, Intoxicant, also Intoxicant ist ein Begriff für was einen betrunken macht. Wird normalerweise für alkoholische Getränke eben verwendet. Und dieser Überbegriff hat er auch natürlich wieder viele Unterkategorien. Die Brews sind eben eine Art von alkoholischen Getränken, aber es gibt auch Sake zum Beispiel, Liköre, Wein, Licke steht ja für alles schnapsartig, also hochprozentige Getränke. Kann auch mit dem Slangbegriff Booze umschrieben werden und so weiter. Also da gibt es auch gerade viele mehr. Und hier sehen wir auch diesen typischen Fall von Kohyponymie-Beziehungen. Diese Kinder von dem Alkoholkonzept, das sind Kohyponyme und wie Sie sehen, die bezeichnen ja auch tatsächlich verschiedene Formen von Alkoholika. Also ein Likör ist was anderes als Sake, ist was anderes als ein gebrautes Getränk, ein Bier ist was anderes als ein Wein, ist was anderes als hochprozentige Getränke und so weiter. Hier habe ich nur nochmal, damit man nicht denkt, das sei so ein gerader Baum, natürlich viele von diesen Kohyponymen von Brew, die verzweigen wieder in Unterkategorien, also unter Liquorfin und Gin und Rum und so weiter. Und nach oben geht es natürlich auch noch weiter, zum Beispiel die Kohyponyme von alkoholischen Getränken sind natürlich alle anderen Arten von Getränken, Softdrinks, Säfte, Milch, Wasser, Tee, Kaffee und so weiter. So, das ist jetzt eine handgebastelte Darstellung, ganz so schön ist nicht, wenn Sie es automatisch generieren. Wenn Sie Wordnet ein bisschen erkunden wollen, mal selbst erkunden wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt da eine Webseite, die wordwiz.com, da können Sie sich selbst diesen Baum ein bisschen, beziehungsweise das semantische Netz erkunden.
indem Sie von einem Knoten ausgehen. Hier zum Beispiel, also jeder rote Knoten hier steht für ein Konzept. Hier ist das Konzept Bier. Und was hier dranhängt, sind immer die Label dazu. Und Sie können jetzt dann, indem Sie auf so ein Konzept klicken, die Nachbarn dazu anzeigen lassen. Hier ist jetzt nur diese Gisser-Beziehung als Hyponymie-Beziehung zu sehen. Also Bier hat als Hyponyme Draft Beer, Satz, Lager und Ale. Und in dem Fall habe ich jetzt durch Klicken dieses Lager aufgeklickt. Also die erste, was ich sehe, wenn ich Bier eintippe, ist einfach die Hyponyme und das Hyponym Brew. Und dann habe ich Lager aufgeklickt und dann kriege ich wieder diese ganzen Arten von Lagerbiers und untergärigen Bieren. Hier ist Brew, da sehen Sie auch die Kohyponyme von Bier. Neben Mead sind es eben noch ein paar andere Sachen, die ich nicht aufgeführt habe, weil mir die eigentlich wenig sagen. Und dann kann ich wieder ein Hyponym von Brew, bekomme ich dieses Alkohol. Und da sehen Sie jetzt, das ist ein Synset, das eigentlich aus 5 Lexemen besteht. Alkohol, Alcoholic Drink, Alcoholic Beverage, Inebriant und Intoxicant, die hier als Label an dieses Synset angehängt sind. So, das ist die eine Art, das, so können Sie es schön visualisieren. Die andere Möglichkeit ist textbasiert und das kriegen Sie direkt auf der WordNet Homepage. Also wenn Sie auf diese WordNet Homepage gehen, die ich vorher gezeigt habe, gibt es dann einen Link, der zu diesem Online-Zugang führt. Da geben Sie ein Konzept ein oder ein Wort ein. Es zeigt hier das Konzept an. Der Vorteil hier ist, dass Sie nicht nur die Struktur kriegen, sondern auch die zusätzliche Information, nämlich zu jedem Konzept, zu jedem Synset, eine kleine lexikografische Definition. Also diese sogenannte Gloss, diese Definition ist ähnlich zu dem, was Sie im Wörterbuch als Definition finden würden. Also hier zum Beispiel Beer, a general name for alcoholic beverages made by fermenting a cereal flavored with hops. Also das ist sozusagen die lexikografische Definition. Die kann jetzt nicht formal verwendet werden, der Computerlinguistik, die ist sozusagen zur Information da. Das Formale, was wir verwenden, ist dieser Hyponymiebaum, die Taxonomie. Hier habe ich mal aufgeklickt, die Hyponyme davon, also Lager und Ale und die verschiedenen Unterklassen. Sie können sich auch die Hyponyme, also die, also im Englischen wird es meistens als Hypernym bezeichnet. Es gibt aber auch Hyperonym, also ob das O reingehört oder nicht, darüber ist man sich nicht einig. Im Deutschen ist Hyperonym eigentlich gängiger als Hypernym. Hier sehen Sie, ein Bier ist eben ein Brew, das ist ein Alcoholic Drink, das fällt unter Beverages, also Getränke. Und dann geht es hier sehr schnell zu sehr abstrakten Konzepten. Hier sehen Sie, Beverage hat eigentlich mehrere Überbegriffe, nämlich einerseits Nahrungsmittel und andererseits Flüssigkeit. Und das ist wieder das, deswegen ist es keine rein baumförmige Taxonomie, weil ein Getränk einerseits als eine Art von Nahrungsmittel, sozusagen anhand seiner Funktion, kategorisiert werden kann, oder auch rein physikalisch als eine Flüssigkeit. Also diese Verzweigung im Baum nach oben, die entstehen meistens weit oben bei den sehr abstrakten Konzepten. Und was Sie auch sehen können, sind dann eben die anderen Relationen. Also ein schönes Beispiel ist Night. Da haben Sie nämlich sehr komplexe Meronymie-Beziehungen. Also die Meronyme von Nacht sind die verschiedenen Phasen der Nacht. Also Abend, die Late Night Hour. Ist in Englischen wird das sehr präzise unterschieden. Midnight, genau um 12 Uhr. Die Small Hours, das ist von Mitternacht bis 3 Uhr oder 4 Uhr morgens. Und dann Lights Out, das ist noch was, was jetzt nicht in diese Reihe sich einordnet, aber eben auch ein bestimmter Teil der Nacht. Dieser Lights Out ist da, wo in der Kaserne das Licht ausgeschaltet wird. Sozusagen die Zeit des Zapfenstreichs. Umgekehrt ist Night selbst ein Meronym vom Tag im Sinne des ganzen Tages, also nicht der Sonnenseite, sondern der hellen Seite des Tages, sondern der 24-Stunden-Zeitraum. Und Sie haben die Antonymiebeziehung zu Tag im Sinne von Gegensatz von Nacht. Da sehen Sie auch hier dieses Day als Antonym von Night. Das ist ein Synset, das nur aus dem Begriff Day oder im Wesentlichen aus dem Begriff Day, es gibt auch Daytime, besteht, während dieses andere Synset zur anderen Bedeutung von Day wesentlich mehrere Synonyme hat, 24 Hours, 24 Hour Period, Solar Day, Mean Solar Day.
Und schließlich noch was, wir werden erst im Sommersemester so richtig Python lernen, beziehungsweise da werden sie anfangen Python zu lernen und dann werden wir auch verstärkt mit Python arbeiten. Bisher haben sie es so indirekt gesehen, weil bei den Hausaufgaben NLTK und Python verwendet wurde, aber sie mussten ja nur dann irgendwie eine Grammatik dafür schreiben, das heißt der Code war vor allem versteckt. Python in NLTK ist eigentlich einer der bequemsten Zugänge zu WordNet. Also da kann man sehr leicht, das ist in NLTK enthalten, und Sie können sehr leicht zum Beispiel die Synsätze zum Wort finden, also die Lesarten. Sie können das auch nur auf die Substantivbedeutung von Drink einschränken und können sich dann Synonyme zu einem Konzept anzeigen lassen und dann zum Beispiel hier Hyponymrelationen, also die ganzen semantischen Relationen. Gut, also so viel als Einblick in diese erste Darstellung. Jetzt noch etwas kürzer, die andere erfolgreiche Ansatz zur lexikalischen Semantik in der Computerlinguistik, der distributionellen Semantik. Das Ganze geht zurück auf die distributionelle Hypothese oder Distributional Hypothesis, die meistens Sally Harris, dem Begründer der mathematischen Linguistik, zugeschrieben wird, weil er 1954 mal einen Aufsatz geschrieben hat, indem er gesagt hat, er hat eigentlich versucht, die gesamte Sprache oder Sprachwissenschaft auf ein rein empirisches Fundament zu stellen und zu sagen, durch eine mathematische Untersuchung von Mustern, die wir in Texten finden, können wir ableiten, was Wörter sind, was syntaktische Strukturen sind. Und er hat danach gehabt, wir können eigentlich auch Wortbedeutung ableiten unter der distributionellen Hypothese, dass Wörter, die in ähnlichen Kontexten gebraucht werden, auch ähnliche Bedeutungen haben. Beziehungsweise umgekehrt formuliert, je stärker sich die Bedeutung von zwei Wörtern unterscheiden, desto stärker wird sich auch ihr Gebrauch unterscheiden. Also Hund und Katze als zwei Haustiere werde ich ja in vielen ähnlichen Kontexten finden, verwenden können, während Hund und, sagen wir mal, Messer, das eine ist ein Tier, das andere ist ein Werkzeug, ein Artefakt, die haben völlig verschiedene Bedeutungen und werden selten im selben Kontext vorkommen. Also das ist die distributionelle Hypothese. Das ist nicht nur eine Idee von Sally Harris, die völlig da aus der Luft kam. Viele andere Sprachwissenschaftler und Philosophen haben ähnliche Sachen vorgeschlagen. Also J.R. Firth, der ist sehr bekannt in der englischen Korpuslinguistik, hat sehr stark mit Kollokationsanalysen gearbeitet und gesagt, you shall know a word by the company it keeps. Also Wortverbindungen geben uns einen Hinweis auf die Bedeutung von Wörtern. Und Ludwig Wittgenstein hat in seinem Tractatus Logico Philosophicus auch gesagt, definiert die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Also nicht Bedeutung in dem Frege-Sinn als Extension, sondern wirklich als Semantik des Wortes ist einfach der Gebrauch. Ein Wort hat keine Bedeutung, die unabhängig von seinem Gebrauch wäre. Gut, es ist schön, dass viele Leute das behauptet haben, aber stimmt das eigentlich? Ist es plausibel, dass man eine Bedeutung des Wortes nur anhand des Gebrauchs ableiten kann? Das probieren wir mal aus. Ich nehme an, niemand von Ihnen kennt das englische Wort Bodywag. Es wäre erstaunlich, weil ich das selbst erfunden habe. Ich habe hier aber mal ein paar Beispielsätze mit dem Wort rausgesucht. Ich lese die kurz vor. He handed her her glass of Bodywag. Beef dishes are made to complement the Bodywags. Also Sie sollen jetzt mal herausfinden, ob Sie mir nachher sagen können, was dieses Wort bedeutet. Nigel staggered to his feet. Face flushed from too much Bodywag. Malbec, one of the lesser-known Bodywag grapes, responds well to Australia's sunshine. I dined off bread and cheese and this excellent Bodywag. Und schließlich, the drinks were delicious, blood red Bodywag as well as light sweet reddish. So. Können Sie mir sagen, was Bodywag bedeutet? Nein. Noch präziser? Rotwein. Das ist doch schon ziemlich gut. Also so, und Sie wissen wahrscheinlich aus dem da auch, dass es ein alkoholisches, da wussten Sie sicher schon, dass es ein alkoholisches Getränk sein muss. Und so hat sich doch anhand von nur 6 Beispielen die Bedeutung von Bodywag erschlossen. Ich habe das Wort nicht, also den Begriff habe ich erfunden, aber dieses Konzept existiert wirklich. Es ist Bordeaux-Wein, auf Englisch Claret. Diese Beispiele kommen alle in leicht abgewandelter Form aus dem British National Corpus. Also ich habe nur das ein bisschen gekürzt, damit es besser lesbar ist und das Wort Claret durch Bodywag ersetzt. Die 6 Beispiele sind natürlich so ausgewählt, dass man daraus die Bedeutung ableiten kann.
Aber wenn Sie sich alle 200 Vorkommen von Claret im British National Corpus angeschaut hätten, dann hätten Sie die 6 dabei auch gefunden. Das heißt, anhand von 100 oder 200 Belegen des Wortes Claret oder Bardywag können Sie tatsächlich die Bedeutung ablesen, offensichtlich. Also ich denke, das ist ein, zumindest für diesen Fall, eine sehr, unterstützt sehr stark die distributionelle Hypothese, macht die recht plausibel. So, wir wollen das ja jetzt in der Computerlinguistik anwenden, da ist natürlich ein Problem. Der Grund, warum Sie hier die Bedeutung ableiten können, ist natürlich erstens mal, dass Sie die Sätze verstehen. Also bis auf das eine Wort haben Sie wahrscheinlich so ziemlich alles verstanden. Und Sie leiten ja die Bedeutung des Wortes von Ihrem Verständnis der ganzen Sätze ab. Also haben wir hier bitte das Zirkuläre, was auch in der definitorischen Ansatz das Problem war. Schlimmer noch, es reicht nicht mal, dass Sie die Satzbedeutung verstehen. Zum Beispiel, wenn Sie hieraus ableiten wollen, dass das ein alkoholisches, naja, sagen wir mal das Einfachere. Also an der Stelle ist Ihnen klar geworden, dass es Wein sein muss, richtig? Weil Wein aus Trauben, Weintrauben gemacht wird. Das ist Weltwissen, das ist was, also selbst wenn Sie den Satz verstehen, brauchen Sie zusätzlich das Weltwissen, das Wein aus Weintrauben hergestellt hat, um diese Schlussfolgerung zu treffen. Und wirklich kompliziert ist hier, also hier ist der stolpert rum und hat ein rotes Gesicht. Das sind halt typische Merkmale, wenn jemand betrunken ist. Aber das ist natürlich noch viel mehr Weltwissen, das man haben muss. Und dann noch die Schlussfolgerung, wenn jemand Eigenschaften zeigt, betrunken zu sein, und das, weil er zu viel von was hatte, dann muss das, wovon er zu viel hatte, wohl ein alkoholisches Getränk sein. Also Sie müssen erstens wissen, dass das Anzeichen sind, dass jemand betrunken ist, und zweitens, dass man betrunken wird von alkoholischen Getränken. Erst dann können wir die Informationen über das Konzept Bardywag bekommen. Also es ist ziemlich aussichtslos, dass ein Computer sowas nachvollziehen kann. Deswegen habe ich hier nochmal ein zweites Beispiel. Das ist so ein kleines Gedankenexperiment. Also stellen Sie sich vor, Sie sind Archäologe und Sie entdecken jetzt eine völlig unbekannte Zivilisation mit dieser Runenschrift. Glücklicherweise haben wir ein bisschen Information, die uns hilft, diese Runenschrift, die Bedeutung zu erschließen. Nämlich, es gibt da Abbildungen auf diesen Schriften. Also Sie finden ganz viel Text auch und teilweise sind Abbildungen, also so Strichzeichnungen enthalten, die auch bezeichnet sind. Und so haben wir herausgefunden, dass dieses Wort Messer bedeutet, dieses Wort Katze, dieses Wort Boot und so weiter. Also man hat einfach ein passendes Bild gesehen, bei dem das Wort stand. So haben wir auch, ist klar geworden, es muss sich hier um Substantive handeln. Das Problem ist, wir haben auch dieses Wort, für das wir keine Abbildung finden. Wir glauben, dass es ein Substantiv ist, aber wir wissen eigentlich nicht, was es bedeutet. So, wir haben jetzt natürlich, da wir die Sprache überhaupt nicht verstehen, eigentlich nur in den Abbildungen die einzelnen Wörter ablesen konnten, haben wir keine Chance, so wie gerade mit Bardywag, die Bedeutung zu erschließen. Was wir haben, sind sehr große Mengen Text. Also die Zivilisation war glücklicherweise sehr schreibfreudig, die wir da entdeckt haben. Und dann stellt man fest, dass diese Substantive oft mit diesen anderen Wörtern vorkommen. Und so wie die immer zusammenstehen, vermuten wir, dass es sich da um Verben handelt. Wir haben hier also offenbar Subjekt-Verb oder Verb-Objekt-Kombinationen, die wir hier sehen. So sind wir auch drauf gekommen, dass das ein Subjekt sein muss, weil es an der Stelle kommt, wo das ein Substantiv sein muss, weil es an der Stelle steht mit den Verben hier, bei denen auch die anderen Substantive vorkommen, also das legt es nahe. So kann man tatsächlich die Struktur von Sprache ein bisschen erschließen. Aber wie können wir daraus eine Bedeutung ableiten? Wenn wir wüssten, was die Verben heißen, können wir natürlich wieder gleich die gleichen Schlussfolgerungen ziehen, aber wir haben keine Ahnung, wir wissen nur, dass das irgendwelche Verben sind. So, die Idee, die der Archäologe nun hat, ist, man kann doch mal auszählen, wie häufig jedes Substantiv mit jedem Verb vorkommt. Und das haben wir hier gemacht. Also knife kommt 31 Mal mit dem Verb vor, 16 Mal mit dem Verb, 69 Mal mit dem Verb und so weiter. Für die bekannten Substantive und eben auch für unser unbekanntes Substantiv hier in Rot. So. Jetzt können wir direkt die distributionelle Hypothese wörtlich nehmen von Sally Harris. Wenn Wörter ähnliche Bedeutung haben, dann kommen sie in ähnlichen Kontexten vor, sprich, sie müssten dann auch mit denselben Verben oder mit ähnlichen Verben vorkommen, also ähnlich häufig mit denselben Verben vorkommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal knife und unser unbekanntes Wort vergleiche, dann sehen Sie,
Also die Zahlen, die sind doch völlig verschieden. Knife kommt sehr häufig mit diesem Verb vor, das Unbekannte ganz selten. Hingegen kommt das Unbekannte recht häufig mit diesen drei Verben vor, knife aber überhaupt nicht. Also nach der distributionellen Hypothese, dieses Wort ist was völlig anderes als ein Messer. Man kann dann versuchen, mathematisch irgendeinen Abstand zu berechnen. Nach einer gewissen Formel würde man dann zum Beispiel hier auf einen Abstand von 1,5 kommen. Es ist sozusagen ein distributioneller Verteilungsabstand, den wir nach der distributionellen Hypothese als Bedeutungsabstand auffassen können. So. Schauen wir uns mal stattdessen Peg an. Da wird schon viel ähnlicher. Die Zahlen sind hier ganz anders. Davon darf man sich natürlich nicht in die Irre führen lassen. Das Wort Peg kommt einfach viel seltener vor als Knife oder unser unbekanntes Wort in diesen Texten. Deswegen sind alle Zahlen hier kleiner. Es geht also nicht um die absoluten Zahlen, die hier stehen, sondern um die relativen, also eigentlich die Verteilung, wie es sich über die verschiedenen Verben verteilt. Und da sehen wir doch schon eine größere Ähnlichkeit. Es kommt nämlich auch mit diesen drei Verben vor, es kommt mit diesen drei Verben, also auch relativ selten mit dem hier, häufig mit dem hier. Also da gibt es mehr Ähnlichkeiten, aber es gibt auch noch Abweichungen. Das Unbekannte ist häufig mit dem ersten Verb, Peak ist recht selten im ersten Verb. Peak ist sehr häufig mit diesem letzten Verb, während das Unbekannte doch im Verhältnis deutlich weniger häufig vorkommt. Also Peak ist schon wesentlich näher dran. Wir berechnen einen Abstand von 1,16 nach diesem Verfahren. Ist aber noch deutlich anders als das Unbekannte. Und wenn Sie alle Beispiele hier durchgehen, dann finden Sie raus, das Ähnlichste ist CAG mit dem Abstand von 1,06. Und hier sehen Sie diese doch deutliche Ähnlichkeit in der Verteilung. Es gibt hier zwar auch noch Abweichungen, die ist aber geringer als die Abweichungen zu Peak. Und auch gerade hier vorne gibt es sehr gute Übereinstimmung bei den ersten drei Verben. Können Sie ein educated guess machen, was das unbekannte Wort sein könnte? Natürlich noch nicht genug Informationen. Ich habe versucht, sie durch häufige Nennung des Beispiels hinzuführen. Es ist kein Nutztier. Es ist ein Haus, genau. Es ist ähnlich zu Pig und Cat, also Tieren, aber eher zum Haustier, als handelt es sich um den Hund. Deswegen habe ich so oft von Hunden und Katzen heute auch schon gesprochen. Ich habe gehofft, sie da ein bisschen zu primen damit. Und das Ganze war auch keine Runenschrift, sondern Englisch. Die Daten kommen aus dem British National Corpus und ich habe einfach nur die Wörter. Hier sehen Sie die sechs Verben, die ich ausgesucht hatte, die Wörter durch Runen ersetzt, durch erfundene Runen ersetzt. Das heißt, diese Argumentation, die wir gemacht haben, könnte man anhand des British National Corpus für das Wort Dog machen. Und damit natürlich nicht verstehen, welche Eigenschaften ein Hund hat, die den auszeichnen. Also wir können keine Definition ableiten, aber wir können Bedeutungsähnlichkeiten ableiten. Das heißt, was wir hier machen, das ist das, was man als distributionelle Semantik bezeichnet. Das gibt uns eigentlich auch wieder ein Wortnetz, ein semantisches Netz, in dem eben dieses Konzept Dog oder Wort Dog in Relation zu vielen anderen Konzepten gesetzt wird. Jetzt aber nicht durch klare definierte Bedeutungsrelationen, wie bei dem semantischen Netz vorhin, bei diesem formalen semantischen Netz, bei Wordnet, sondern einfach durch Ähnlichkeitsrelationen. Also die Bedeutung von Dog besteht darin, zu welchen anderen Konzepten es sehr ähnlich ist. Also auch hier haben wir kein Grounding in der realen Welt, sondern nur Beziehungen von Wörtern und Konzepten untereinander. Aber anhand dieser Beziehung kann ich eben auch wieder vieles von Dog erschließen und zum Beispiel natürlich die Übertragung machen, dass Dog und Cat wahrscheinlich viele Eigenschaften gemeinsam haben, sonst wären sie nicht semantisch ähnlich. So eine Tabelle, in der wir die Häufigkeit auftragen, wie häufig ein Wort mit einem anderen vorkommt, bezeichnen wir auch als Kookurrenzmatrix. Also Kookurrenz ist ein gemeinsames Vorkommen von zwei Dingen und das ist irgendwie mathematisch, gibt sowas eine Matrix. Das ist die Basis für eine gängige Umsetzung der distributionellen Hypothese, die man unter anderem auch als Wordspace-Modell oder als Distributional Semantic Model kennt. Man kann das Ganze sich dann auch noch geometrisch vorstellen, das will ich jetzt gerade mal überspringen.
Und dann auch verschiedene, was im Prinzip kann man sich diese Zeilen der Matrix als Vektoren im Hoch- oder Punkte im hochdimensionalen Raum vorstellen und dann letztlich mit geometrischen Überlegungen arbeiten, also Abstände zwischen Punkten messen oder, was am besten funktioniert, Winkel zwischen diesen Pfeilen zu den Punkten messen. Das gibt eigentlich die beste Repräsentation der Semantik in meisten Fällen. Wir haben jetzt gar keine Zeit, tiefer darauf einzugehen. Es gibt in so einem distributionellen Semantik, zum Wordspace-Modell, sehr viele Parameter, mit denen man die genaue Repräsentation steuern kann. Also, wie zähle ich eigentlich Kokurrenz? Müssen die Wörter, die da konkurrieren, nebeneinander stehen? Müssen die im gleichen Satz vorkommen? Müssen die eine syntaktische Dependenzrelation haben? Müssen die nur nahe beieinander stehen? Das haben wir im Fenster von plus minus 5 Wörtern. Das gibt alles natürlich verschiedene Modelle. Dann kann man man rechnet normalerweise nicht direkt mit den Häufigkeitszählungen, die ich da vorhin gezeigt hatte, sondern transformiert die irgendwie. Zum Beispiel kann man Logarithmus davon nehmen, damit die nicht so ungleichmäßig sind. Man kann verschiedene statistische Assoziationsmaße berechnen. Man kann Zeilen normieren. Das ist zum Beispiel notwendig, um diese Häufigkeitsunterschied zwischen Dog und Peak zu erfassen. Peak war ja viel seltener und deswegen waren alle Zahlen kleiner. Also kann ich die Zeilen normalisieren, um dann eben um die wirklich vergleichen zu können. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Abstandsmaße und so weiter und so fort. Was ich Ihnen hier zeigen will noch, sind, was hier als Algorithmen gilt, ist, was man eigentlich machen kann, wenn man so ein distributionelles Modell erstellt hat. Also letztlich habe ich die Repräsentation, was ich eigentlich habe, sind dann Repräsentationen von Wörtern als solche Vektoren, also Punkte in einem hochdimensionalen Raum. Und ich kann zwischen beliebigen Wörtern oder Konzepten Ähnlichkeiten berechnen. Also naheliegend ist das Erste, was ich damit anfangen kann, ist zu einem gegebenen Wort semantische Nachbarn finden, also die ähnlichsten Begriffe dazu und mal schauen, was mir das über die Bedeutung des Wortes sagt. Hier habe ich mal ein Beispiel, zum Beispiel das sind semantische Nachbarn von Kaffee. Da sehen Sie auch, diese Nachbarschaft, ich könnte natürlich jetzt einfach auflisten, was die ähnlichsten Wörter sind. Viel aussagekräftiger natürlich, wenn ich auch noch die Ähnlichkeiten zwischen diesen Nachbarn berücksichtige und bei der Visualisierung die dann auch so anordne, dass die ähnlichen wieder zusammenstehen. Und da sehen Sie zum Beispiel, dass zu Kaffee dann verschiedene Gruppen von semantisch ähnlichen Wörtern gibt. Einerseits andere Getränke, da sehen Sie aus irgendeinem Grund ist Kaffee im British National Corpus sehr nah an den Alkoholika dran, also Wodka, Rum, Bier, Champagner, Whisky, Wine. Die bilden ja alles im Cluster von eng miteinander verwandten Begriffen und sind aber auch sehr nah verwandt mit Kaffee. Andererseits wird Kaffee natürlich gern zu einem Mahl genommen, also als Abschluss des Mahls, und deswegen ist es eng mit verschiedenen Begriffen, die sich eigentlich auf Mahlzeiten beziehen, also Meal, Breakfast, Dinner, Lunch und sogar den Nahrungsmitteln, die man da isst, also Soup, Toast, Salad, ist Kaffee auch wieder eng verknüpft. Natürlich ganz nah dran ist Tee und so weiter. Sowas kann einem auch dabei helfen, sogar dabei helfen, verschiedene Lesarten zu identifizieren. Also ein Problem der distributionellen Semantik ist, dass das Ganze auf Wörtern basiert. Und wenn er gesagt, eigentlich geht es uns ja um Konzepte, also wir haben ja Homonymie, und wenn ich letztlich eine Repräsentation hier für das Wort Hand bekomme, ich weiß nicht, ob es wenn es bekannt ist, also Hand ist ja auch mehrdeutig im Englischen, es kann die Hand im Menschen bezeichnen, es kann aber auch der Zeiger einer Uhr sein. Also Sie haben the big hand or the hour hand und the minute hand an der Uhr. Das ist mehrdeutig, aber ich kriege ja natürlich nur eine Repräsentation, die sozusagen beide Lesarten widerspiegelt. Wenn Sie sich die Nachbarn von Hand anschauen, dann sehen Sie hier, das strukturiert doch eigentlich in zwei Teilnetze. Hier links habe ich Nachbarn, die sich auf den Körperteil, das Körperteil Hand beziehen, Foot, Arm, Finger, Head, Eye, Leg, Back. Auf der anderen Seite habe ich Sachen, die mit Zeit zu tun haben, die sich offensichtlich auf diesen Zeigerbedeutung von Hand beziehen. Und dass eben hier diese Nachbarschaft von Hand in zwei ziemlich klar getrennte Teilcluster zerfällt, das ist ein starker Hinweis darauf, dass es sich um hier mehrere Wortbedeutungen handelt. Während ich das bei Coffee nicht habe, da habe ich zwar auch wieder Cluster, aber eben nicht diese klare Trennung in zwei eng vernetzte, aber also in sich eng vernetzte, aber wenig quer vernetzte
Teilbereiche. Also wenn Sie so einen semantischen Nachbarn anschauen, dann kriege ich eben die lokale Position. Dann sehe ich, was sich direkt um dieses Wort herum tut. Was ich damit nicht sehe, ist, dass sich bei Kaffee um Getränk handelt oder bei Hand, um dem einlesbaren Körperteil. Also sozusagen diese generelleren semantischen Klassen, die kann ich daraus eigentlich nicht ablesen. Also als Mensch ja, weil ich ja sehe, dass es alles Getränke sind. Aber rein, wenn ich nur diese Struktur sehe, dann kann ich eigentlich nur die Ähnlichkeiten feststellen, aber eben keine semantische Klassifikation daraus ableiten. Sowas kann man bekommen, wenn man auf breiterer Ebene Konzepte aufträgt. Also hier haben wir 44 oder 46 Konzepte, relativ allgemeine Konzepte aus 6 Klassen, nämlich Vögeln, Bodentieren, Baumfrüchten, Gemüse, Werkzeugen und Fahrzeugen. Also unterschieden zwischen hier Tieren, Pflanzen und Artefakten. Was wir hier gemacht haben, ist diese Repräsentation nehmen und dann versucht, diese hochdimensionalen Vektoren in zweidimensionalen darzustellen und so, dass möglichst gut die Abstände, die semantischen Abstände erhalten bleiben. Sowas wird oft als semantische Karte bezeichnet und da wir jetzt schon mal die Also das hier sind semantische Klassen, das ist eigentlich sozusagen eine relativ abstrakte semantische Information, die zu einer Bedeutung der Konzepte gehört. Und wie Sie an den Farben sehen, werden die doch zum Teil in dieser semantischen Karte recht gut wiedergegeben. Zum Beispiel der ganze rechte Bereich, da finden wir nur Werkzeuge. Die Fahrzeuge finden sich hier unten sind Vögel, hier sind Bodentiere, also das ist zwar keine perfekte Trennung jetzt, aber ich kann doch sagen, hier ist so ein Fahrzeugbereich, hier ist ein Vogelbereich, hier ist ein Bereich, wo sich Bodentiere aufhalten. Also kann ich tatsächlich Bereiche dieser Karte mit verschiedenen semantischen Klassen gleichsetzen. Und selbst Sachen, die irgendwie erst auf den ersten Blick falsch sind, zum Beispiel Chicken hier oben, landet eben nicht bei den Vögeln, wo es eigentlich hingehört als semantische Klasse, sondern zwischen Mushroom, Banana, Onion und Potato. Sie können sich vorstellen, woran das liegt, oder? Wenn die Engländer an Chicken denken, dann haben sie Hunger und kochen was. Deswegen ist es hier, also eigentlich wird es hier als Nahrungsmittel klassifiziert und nicht eben biologisch gesehen. So gesehen ist diese Fehlzuordnung eigentlich gar keine Fehlzuordnung, sondern repräsentiert eine Sprachwirklichkeit, also wie eigentlich Chicken von Engländern konzeptualisiert wird. Also das ist ein sehr beliebter Ansatz. Der wesentliche Unterschied ist hier, dass wir hier eine viel breitere Auswahl von Wörtern haben, nicht die nächsten Nachbarn, sondern viel mehr Konzepte mit reinnehmen und damit eben so eine globale Karte kriegen, die semantische Klassen bildet. Und schließlich kann zum Beispiel ein Clustering-Verfahren angewendet werden, um aus so einer Karte dann, indem man eben ähnliche, die nahe beieinander sind, zusammengruppiert, tatsächlich Kategorien abzuleiten. Also ein hierarchisches Clusterverfahren leitet so eine baumförmige Struktur ab und das sollte Sie jetzt an diese baumförmigen taxonomischen Ontologien, wie wir es in WordNet haben, erinnern, die tatsächlich hier diese ganzen Begriffe zusammenfassen. Sie sehen, also die Werkzeuge werden hier tatsächlich in einen Teilbaum zusammengefasst, der von allen anderen Konzepten getrennt ist. Hier zum Beispiel haben wir Vögel und viele Bodentiere, auch wieder relativ klar erkennbar. Die Fahrzeuge bilden ein Cluster hier, wobei da so ein paar Fehlzuordnungen noch drin sind. Das geht auch viel besser. Ich habe hier ein relativ einfaches Workspace-Modell verwendet, ohne es für die Aufgabe zu optimieren. Optimierte Modelle kriegen das sogar noch wesentlich besser hin. Und die distributionelle Semantik hat auch ganz viele Anwendungen. Wir werden vielleicht zu Ende des Sommersemesters noch ein bisschen Zeit haben, dann können wir nochmal zurückkommen und ein bisschen tiefer reinschauen. Und damit will ich jetzt noch ein paar ganz kurze, warme Schlussworte finden. Vielleicht nochmal einen Blick auf das Gerüst für unser ganzes Semester. Das war ja dieses Sprachdialogsystem, was wir alles benötigen. Wir haben uns im Wesentlichen mit dieser Repräsentation, mit diesen grammatischen Strukturen, also der Repräsentation von Sprache auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Analyseebenen und den Wissensquellen, die wir dafür benötigen, beschäftigt. Wir haben also die Ebene der gesprochenen Sprache, hat ja mal außen vor gelassen, weil da zu viel Sprachsignalverarbeitung reinspielt. Wir haben uns mit morphologischer Analyse beschäftigt, reguläre Ausdrücke zur Tokenisierung verwendet
Wir haben auch gesehen, wie mit Finite State Transducern eine morphologische Morphologie repräsentiert werden kann, dass morphologisches Wissen aus eben Regeln in Form von solchen Transducern oder von Ersetzungsregeln und aus Stammlexika besteht, beziehungsweise dann den Flexionsparadigmen, die an Stämme anzuhängen sind. Wir haben uns mit syntaktischer Analyse beschäftigt, verschiedene Grammatikformalismen kennengelernt, kontextfreie Grammatiken, Merkmaßgrammatiken, also auch hier wieder sozusagen die Grammatikinformation. Wir haben uns eben nicht damit beschäftigt, bei der morphologischen Analyse teilweise, sind aber nicht sehr tief in die Arbeit mit Transducern und endlichen Automaten eingestiegen. Beim Parsing habe ich nur gesagt, es gibt effiziente Algorithmen, mit denen man dann eben Analysen mit einer gegebenen kontextfreien Grammatik durchführen kann. Wie die Algorithmen funktionieren, werden wir uns aber erst im Sommersemester anschauen. Und schließlich bei der semantischen Interpretation haben wir uns ja jetzt darauf vor allem konzentriert, wie wir semantische Interpretation eigentlich repräsentieren können, wie wir Bedeutung repräsentieren können. Satzbedeutung in Form solcher prädikatenlogischen Aussagen und Wortbedeutung, wie wir es heute gesehen haben, am besten in Form semantischer Netze, entweder eben formal definierte semantische Netze wie WordNet oder der Ähnlichkeitsnetze, die sich aus dem distributionellen semantischen Modell ableiten. Hier werden wir die eigentliche Syntax-Semantik-Korrespondenz, also wie ich jetzt von einer syntaktischen Analyse zu einer Bedeutungsinterpretation komme, zu einer Satzbedeutung komme, damit werden wir uns auch erst im Sommersemester beschäftigen, weil das eben schon sehr stark algorithmisch wird. Also man hat hier zwar so Korrespondenzregeln zwischen Syntax und Bedeutung, aber die sind dann schon so kompliziert zu formulieren, dass sie eben hier ins Algorithmische gehen. Wie ich schon am Anfang gesagt hatte, mit der Generierung, also von einer sozusagen zu treffenden Aussage, die jetzt das Dialogsystem machen will, zu einer tatsächlichen Realisierung als Folge von Sätzen, damit beschäftigen wir uns nicht näher, weil es halt so ein paar weil es eher was Spezielleres ist und weil wir letztlich zum Großteil genau das verwenden, was wir gerade kennengelernt haben. Also Generierung ist die Wissensquellen, die wir jetzt kennengelernt haben, plus noch so ein paar Spezialfälle, um eben zu entscheiden, wie die Satzstruktur besonders günstig aufzubauen ist, wie man die Sätze so gestaltet, dass sie möglichst natürlich klingen und so weiter. Also wie schon erwähnt, im Sommersemester werden wir uns dann mit den algorithmischen Seite beschäftigen, Parsing-Algorithmen, Algorithmen für die semantische Interpretation und dann vor allem einen anderen Ansatz, also hier haben wir jetzt mit einem sehr regelbasierten Ansatz zu tun, wir werden dort dann den alternativen Ansatz mit statistischen bzw. wahrscheinlichkeitstheoretischen Methoden sehen, die das Ganze einfach als Wahrscheinlichkeitsverteilung erfassen. Dieser Ansatz ist vor allem deswegen wichtig, weil, wie wir dann im Sommersemester noch näher anschauen, wir meistens in der Sprache auf große Ambiguitäten stoßen. Also wenn es in die kontextfreie Grammatik zu schreiben, die Sätze analysiert, ist relativ leicht. Aber schon beim Satz wie He saw the man on the hill with a telescope bekommt man viele verschiedene syntaktische Strukturen, die zu verschiedenen Bedeutungsinterpretationen führen. Und letztlich muss sich irgendein sprachverarbeitendes System natürlich für eine Interpretation entscheiden können. Und genau da hilft dann die Wahrscheinlichkeitstheorie der Statistik. Die versucht nämlich herauszufinden, was ist denn die plausibelste Struktur oder die plausibelste Interpretation und die wird dann als die naheliegende genommen. So. Das letzte ist, nochmal darauf hinzuweisen, am Donnerstag dann die Klausur im normalen Übungsblock, 12 bis 14 Uhr, hier in diesem Raum. Da werden wir auch eine Modulevaluation durchführen, also Sie bekommen dann einen Fragebogen ausgeteilt, den Sie bitte zum Schluss dann noch ausfüllen und uns zurückgeben, dass wir ein bisschen Feedback kriegen und schauen, wie wir das Modul, also mit allen drei Lehrveranstaltungen, die dazugehören, verbessern können. Und damit danke für heute und danke für die Aufmerksamkeit und Mitarbeit im ganzen Semester.